Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Hubis Bundeshaus mit dem Bundeshaus-Redakteur, Korrespondent Hubert Moser. Hubi, erste Frage: Was ist dein Aufreger von der Woche? Was ist das Top-Thema in Bundesbern? Ja, also, ob es Top-Thema ist, weiß ich nicht. Aber der Aufreger von der Woche ist natürlich schon der Vertrag, den da Frau Amherd, ihrer engsten Vertrauten, da der Brigitte Hauser-Süss da ausgehändigt hat und so. Und das hat ziemlich zu reden gegeben in den letzten Jahren, weil die Lohnsumme für 3 Monate ziemlich hoch ist. Die haben also auf Mandatsbasis 97'000 Franken vereinbart bis Ende Jahr. Also, nur zum Verhältnis gesehen, wenn ein Verkäufer, ich glaube, was verdienen die? So 4'500 Franken. Die müssen fast 2 Jahre arbeiten für das, was Frau Hauser-Süss in 3 Monaten schafft. Das finde ich ein bisschen ziemlich übertrieben und stark, hat Tobak das. Die NZZ hat sogar getitelt, dass die Beraterin von der Viola Amherd, die Vorsteherin ist vom Verteidigungsdepartement, dass sie, Frau Brigitte Hauser-Süss, mehr verdient als der US-Präsident Joe Biden. Wie hat es zu dieser absolut gigantischen Summe überhaupt kommen können? Ja, ich weiß nicht, die haben einfach die behaupten, die Hitler, das auf der Basis von der Anstellungsbedingungen von der Frau Hauser-Süss bisher als Beraterin von der Amherd und persönliche Mitarbeiterin. Das ist die vor Jahr 224'000 Franken verdient. Aufgrund von dem sind sie irgendwie auf bei 1'100 Franken, 1'140 Franken pro Tag oder so gekommen. Dann hast du einfach zurechnen, was alles noch drin dazu wäre und so. Und darum stimmt das. Aber da kommt keiner richtig draus, was das sind. Dann hast du den NZZ vorgeworfen. Das finde ich besonders lustig, da in einer Medienmitteilung, dass sie ihre Berechnung auf der falschen Grundlage errechnet haben. Die hatten genau die gleiche Grundlage gehabt, wie jetzt VBSO, die hatten den Vertrag gehabt. Also das kannst du ja gar nicht auf der falschen Grundlage sein. Ich finde das genial. Das hat übrigens David Binder gemacht, wo man nicht genug loben kann, dass er hier hartnäckig geblieben ist. Jetzt an der ganzen Geschichte. Da. Wo übrigens im Dezember zu der Weltwoche wechselt, von der NZZ. Jetzt die Frage ist natürlich, die Frau Brigitte Hauser-Süss, Beraterin von der Viola Amherd. Was macht die Frau überhaupt den ganzen Tag lang, dass sie so eine riesige Lohnsumme kann abkassieren kann? Ja, das weiß eigentlich niemand, was die macht. Die wollen den hintersten Traum intrigieren oder Leute für die Viola Amherd da innen. Ich meine, das ist auch keine Fachfrau. Das ist in dem Sinne nicht eine Person, die etwas kann oder etwas. Das ist einfach eine gescheiterte Politikerin, die da eine andere Laufbahn eingeschlagen hat. Und da offensichtlich, da ist bei verschiedenen Bundesrätinnen hat keine Adienne, aber so hoch wie jetzt bei ihr noch nie. Und also, man muss grob gesagt, man sieht die Amherd immer überall, so wie im Sicherheitsrat. Wenn Viola Amherd am Sicherheitsrat ist von der UNO, dann sieht man plötzlich Hinderschick dran, Brigitte Hauser-Süss. Was für eine Qualifikation hat die für den Hinderschick dran? Also ich sehe das in erster Linie so, dass die einfach Frau Amherd auf alle ihre Reisen begleitet, erstens, und zweitens wahrscheinlich die Schuppe von der Schulter erwischt und so. Und wahrscheinlich Propaganda macht gegenüber Medien und so. Und anders kann ich mir das einfach nicht klären, was sie da genau macht. Es ist unschwer zu erkennen, dass du auch Walliser bist, wie Viola Amherd, wie Brigitte Hauser-Süss. Was ist da, wie wichtig ist die Beraterin, die Chefberaterin fast schon von der Verteidigungsministerin, wie wichtig ist sie tatsächlich für die Viola Amherd? Also ich würde es mal so sagen, dass ich den Eindruck habe, das ist mein Eindruck, dass die Viola Amherd offenbar nicht imstande ist, das Departement allein zu managen. Ich will daran erinnern, wo der bekannt wurde, ist erstmal so, dass Hauser-Süss in Pension geht dieses Jahr. Es ist schon geheißen, Amherd dreht da zurück. Ich meine, das ist schon ziemlich komisch. Und begründet ist ja, dass ihre Rücktritt immer damit, dass sie englisch Beraterin gegen. Also das finde ich komisch, wenn ein Berater geht und der Bundesrat auch zurücktritt, weil der Berater geht. Also man hat sehen, heute das Gefühl, Entschuldigung, dass die Hauser-Süss das Departement leitet. So im Hintergrund. Und nicht die Viola Amherd. Und viele Sachen gehen euch ziemlich schief. Ich meine, das Departement ist ja nicht
perfekt geleitet. Da hat es ja jede Menge offene Baustellen. Da klappt ja eigentlich nicht richtig etwas und so. Und da gibt es viele Sachen, wo Chef zuerst behaupten, das sei nicht so. Und am Schluss kommt es raus, dass es gleich so ist und so, wie sie das. Da hat man schon das Gefühl, dass das etwas nicht geht in dem Departement. Und vielleicht wäre es natürlich auch nicht schlecht, mal, wenn du mal da das GPK genauer anschaut. Ich weiß nicht, ob die da befugt sind, über die Führung von einem Departement mal näher zu schauen. Können wir aber, habe ich dich richtig verstanden, man könnte sagen, es wäre eigentlich fast gescheiter gewesen, wenn Brigitte Hauser Süss Bundesrätin geworden wäre, anstatt Viola Amherd. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund von dem Lohn, den sie jetzt bekommt, hätte man wenigstens den Lohn von der Viola Amherd gespart. Und der bräuchte aber nicht nur einen Berater, der gleich viel kostet wie der Bundesrat. Nein, das ist... Ich meine, die Brigitte Hauser, die war Walliser Politikerin. Die ist sehr... Sie war eine gute Politikerin. Sie war Fraktionschefin von der Walliser CVP im Walliser Parlament. Und so. Dass sie nicht Nationalrätin wurde, das ist nicht wegen ihrer. Das ist wahrscheinlich, weil sie eine Frau war und im Wallis eine Zugezogene aus dem Luzernischen war. Das hat man immer noch spüren. Aber sie hat einfach eine gewisse manipulative Art. Und ich nehme an, dass die Metzler 1998 gekommen ist. Und euch schon bereits schon im Schlepptau war und ihren Wahlkampf da euch gemanagt hat für den Bundesrat, dass sie gemerkt hat, wie die Bowser ist und sie auf Distanz gehalten hat. Damals hat sie das Böschli verschafft im Bundesamt für Flüchtlinge. Aber bei den anderen Nachfolgerinnen so hat sie immer wieder ein Job gefunden, für den drin zu finden. Riesenthema oder anderes Thema, sagen wir es mal so, ist die Umfrage. Es sind jetzt mehrere Umfragen rausgekommen zum Rahmenabkommen. Verhältnis Schweiz-EU. Und dort ist beim GSF Bern eine Statistik rausgekommen, dass ziemlich viele Schweizer, 71% habe ich im Kopf, der Meinung sind, die Verhandlungen sollen weitergeführt werden. Was sagen dir die Umfragen? Wie deutest du das? Was will die Schweiz? Wie frei will die Schweiz von der EU sein? Also das war keine Statistik, das war eine Umfrage. Ja. Die 71%, wenn man die Schweizer geht, fragen kann, weil die ihre bilaterale Verhandlungen weiterführen und so, sagen 71% ja. Das ist ja nicht die bilaterale Verhandlung. Da verstehen die Schweizer darunter einen besseren Marktzugang zur EU und irgendwelche Kooperationsabkommen, die schnitzen, wie das Horizon da mit der Uni und so. Aber um das geht es ja nicht. Es geht um eine institutionelle Annäherung. Das ist das oberste Gebot bei diesen Verhandlungen, das willst du machen. Das heisst Rechtsübernahme von der EU und Gerichte von der EU und regelmäßige Zahlungen. Wenn man ehrlich wäre, wenn das Umfrageinstitut ehrlich und seriös würde arbeiten, würde ich Schlicka fragen, wollt ihr in Zukunft alles EU-Recht übernehmen und fertig? Oder wollt ihr eben den EU-Gerichtshof unterwerfen? Ich meine, was wir jetzt machen, ist das ja das Gleiche, wie wir im Parlament ein Gesetz machen, wo die Schweizer Bevölkerung absegnen muss. Und das heisst, das Schweizer Parlament, alle Gesetze, die das Schweizer Parlament in den nächsten 20 Jahren wird ausarbeiten, sind automatisch angenommen. Wenn man so etwas dem Schweizer Volk würde präsentieren, ich würde sagen, ihr spinnt ja auf keinen Fall. Und so. Aber genau das machen wir mit der EU. Wir würden beschließen, Blankoscheck, dass wir alle ihre Gesetze werden übernehmen, egal, wo wir gar noch nicht wissen, was sie sind. Und das finde ich völlig absurd. Völlig absurd oder fast schon entlarvend ist ja die Geschichte, die du angestoßen hast. Zum einen, es haben die anderen schon ein bisschen angetönt, aber auch Christoph Mörgeli weitergeführt hat in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche. Und zwar geht es um den Bundesrat Beat Jans. Dort ist so ein bisschen Zweifel aufgekommen, wie dossiersicher, wie kompetent er ist hinsichtlich Sicherheitsfragen, Migration, Asylfragen. Und jetzt ist herausgekommen, dass in der Sicherheitspolitischen Kommission, wenn ich richtig informiert bin, dass gewisse Parlamentarier dort fast die Sitzung abbrechen, weil sie das Gefühl haben, der checkt es überhaupt nicht. Was weisst du da? Was geht da ab im Parlament? Was sagen die Politiker? Wie zufrieden sind sie vielleicht auch mit dem SP-Bundesrat Beat Jans? Das ist egal, zufrieden. Das gehört mir schon seit Monaten und Wochen und Monaten. Aber der Vorwurf war auch der zuerst, dass man gesagt hat, er kann nicht in die Sitzung gehen. Es ist ja immer gesagt, er schickt keine Maschine Chefbeamte, er kann nie in die Sitzung gehen und so. Und jetzt weiss man, wieso das in die Sitzung geht. Weil er null Ahnung hat von diesem Dossier. Und
Das ist das, was ich schon das letzte Mal gesagt habe. Der hat in Basel das Präsidialdepartement gehabt. Das sind keine Fachdossier und so. Da musst du repräsentieren, irgendwo ein paar Bänder durchschneiden und also ein bisschen schön über Räder schwingen und so. Und das ist nicht die Knochenarbeit. Das ist Knochenarbeit hier. Das Asyl. Das ganze Europa ist wegen dem Asylfinger in der Luft. Und er ist hier was völlig Chaos angerichtet und so. Die haben irgendwas wie theatralisch zwei Afghanen ausgeführt, um zu zeigen, wie sie jetzt die Macher und so. Jetzt haben sie, glaube ich, wieder zwei ausgeführt, aber nicht Afghanen, also woanders. Ausgewiesen Kriminelle. Aber die Tatsache ist doch, die sind nicht im Stand, seit 8 Jahren Statistik vorzulegen, wie viele Kriminelle das Landesverweis, kriminelle Ausländer, Landesverweis verkauft und wie viel das tatsächlich ausgeschaffen haben. Das ist doch der Fall. Seit 8 Jahren vertrösten sie SVP drauf. Ja, ja, ihr bekommt schon im halben Jahr. Ja, ja, ihr bekommt schon im nächsten halben Jahr. So geht das seit 8 Jahren. Ich finde, das ist doch ein Skandal. So einer ist doch nicht Bundesrat. So einer nimmt einfach das Parlament nicht ernst. Das ist einfach eine höhere Frechheit, was der da macht. Und das ist einfach mangelnder Respekt gegenüber dem Parlament. Und was macht man da, wenn ein Chef in einer Sitzung, wenn die Mitarbeiter merken, der kommt überhaupt nicht raus. Mitarbeiter sind besser informiert, dossiersicherer als überhaupt der Chef. Was kann das Parlament machen? Was ist, wie würdest du das lösen? Ja, also dass die Mitarbeiter dossiersicher sind, das heisst, die kennen sich in einem Dossier, in einem Detail besser, sollen sie sich schon besser auskennen als der Bundesrat, darum nimmt er sie mit. Aber wenn der Bundesrat den Eindruck erweckt, dass er keine Ahnung hat, dann nimmt doch niemand mehr ernst an. Und sogar seine inneren Mitarbeiter, da kein Respekt mehr vor dem. Die doch da immer, das ist, ich meine, die müssen doch da. Wenn ich denke an einen Berse, der Laden im Griff gehabt, mit allen guten und bösen Sachen, die haben ja da gespürt und getan, so will ich das und da und da. Und der hat natürlich das gewusst, von was er geredet hat. Der Jans hat keine Ahnung, von was er redet. Und darum gibt es ja solche Sachen, dass er in der Kommission einfach nicht mehr Auskunft geben kann, nicht mehr weiss, wie weiter. Und dass Parlamentsmitglieder die Sitzung wollen aufhören. Du bist seit 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren im Bundeshaus. Ja. Es sind ein paar 35, 40, so zwischendrin. Also, ja. Hast du so etwas, wie es jetzt mit dem Beat Jans passiert, so eine fast schon eine dilettantische Art von der Dossierführung schon mal erlebt? Hast du so mal, überspitzt formuliert, schon mal so einen schlechten Bundesrat erlebt? Ja, Viola Amherd. Das sind leider Gottes beide in der gleichen Tag. Und wir haben noch einen Dritten da drin, wo so die Waage hat mit der Baumschneider, der völlig schräg in der Landschaft ist. Aber er ist wirklich schwach. Er ist schwach und er ist ein schlecht Berater, finde ich. Ich meine, wenn du doch weißt, dass irgendein Wehe in diesem Dossier da am meisten vier im Dach ist, musst du doch da drin nehmen und da wissen, da musst du einfach Bescheid wissen. Da musst du einfach Antworten wissen. Also ich hätte noch nie gesehen, der Rösti ist eine Blöße gegeben, dass er irgendwo so etwas weiss. Der kennt die Dossier, der hat die behandelt. Der Jans hat da jahrelang in dieser Dossier nichts mehr gemacht. Der plappert einfach etwas daher und sagt, wo man ein Pressesprecher oder Informationschef sagt. Ist das der schlechteste Bundesrat, den du jemals erlebt hast? Haben wir eine Regierungskrise in der Schweiz? Ja, das würde ich nicht sagen. Ich meine, der Friedrich von der FDP, der ist ja, was ist er, nach 2 Jahren ist er gegangen, völlig überfordert. Und auch der Egli von der CVP ist nicht so lange da gewesen, schon nach ziemlich schneller Zeit, 6 Jahre, glaube ich, ist er schon gegangen und so, ist er auch ziemlich am Limit gewesen und so, was sie erkennen. Also, gerade so, der schlechteste ist vielleicht nicht gewesen, aber ist völlig untauglich. Völlig untauglich für das Amt. Das hat er jetzt also definitiv bewiesen. Ich meine, am Anfang hat er schon zugeschaut, da ist er gekommen, hat er gesagt, ich will das und das und das machen. Dann kommt uns auch, dass das und das und das nichts bringt. Zweitens, dass das und das, was er angekündigt hat, schon seine Vorgänger aufgegleistet hat. Also ich meine, das... Und jetzt kommt alles so Geschichten an uns und dann müssen sie noch irgendwo einen PR-Berater einstellen, damit sie das Image aufpolieren. Ich meine, da tut mir schon fast leid, wenn ich das zuschaue. Riesenthema sind die US-Wahlen, die nächste Woche stattfinden. Mit was für Gefühl verfolgst du den Wahlkampf zwischen dem Donald Trump und der Kamala Harris? Ja, ich muss dir einfach etwas sagen. Ich bin der von dem Trump. Ich meine, was hast du denn in den Grund und Boden geschrieben? Der Mensch Prozesse angekriegt, der Mensch alles Mögliche gemacht.
Und also, dass der jetzt noch da ist und noch Favorit ist in diesen Wahlen, das ist einfach genial. Das kann ich einfach nicht verstehen. Also, ich gönne es, wenn er es nochmal Präsident wird, will das. Ich glaube, so ein Comeback, wie der da feiert hat. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wie ist denn das damals, wo danach der Kapitalsturm war, wo es das Dach über den Trump hergezogen sind und irgendwo und da. Und lustigerweise jetzt traut sich fast keine Zeitung mehr in den USA gegen Trump etwas schreiben. Die sind schon so ausgewogen und so, weil jetzt sind alle das Washington Post, wo da kein Mädchen weder für Harris noch für Trump schreiben. Willst du genau wissen, da könnte noch etwas passieren. Das zeigt doch, was wir Europäer für eine Sicht haben. Wir glauben einfach alles zusammen, was hier in den Zeitungen ist. Was in den USA läuft und was da tatsächlich abgeht, und regional und innenpolitisch, das sehen wir nicht. Das nehmen wir hier nicht zur Kenntnis. Ich mag mich nur erinnern, wo damals der Michael Moore, das ist Buch geschrieben hat, da, und das war in der Ära Clinton, hat er nachher aufgelistet, was in der Ära Clinton in den USA nur schon an Gesetze gemacht worden sind und so. Wenn das gelesen ist, das Gefühl gehabt, was der Clinton, das war ein Rechtsextremer gesehen. Wir haben hier keine Ahnung von den USA. Wir denken, das ist ein westliches Land, und die denken alle wie wir, das ist nicht so. Die sind ganz anders als wir und da laufen ganz andere Sachen als wir. Und wenn wir das Gefühl haben, in den USA zum Beispiel, der lehnt das und das ab in einem Bundesland oder in einem Staat, da geht die Post ganz anders ab. Auffällig ist ja vor allem, dass deutsche Medien, Schweizer Medien, also einfach so ein bisschen Medien hierzulande, dass die Kamala Harris als Erlöserin darstellen. Also, da werden Covers gemacht, wo sie als Freiheitsstatue darstellen. Wie siehst du die Kontrahentin von Donald Trump? Was ist deine Meinung über Kamala Harris? Ja. Wo sie da Vizepräsidentin wurde, haben die Meinung, sind die Zeitungen voll gewesen. Vizepräsident von Biden, was das für super Frau sie, was die super machen so. Und plötzlich hat die irgendein paar Schräge auftritt, dann kannst du die völlig weg vom Fenster. Niemand hat je gedacht, dass die irgendwo Präsidentin wird in den Vereinigten Staaten. Oder? Und wo jetzt der Biden da hat mich so zurückkrebsen und zurückziehen, haben jetzt die plötzlich aufgebaut und jetzt schreiben alle zusammen, was das für eine super Frau, obwohl er schon nie eine blasse Ahnung hat, was die macht und was die tut. Ich finde, da hört doch auf, so ein Zeichen zu schreiben und geht selber schauen, was sie machen. Riesen News war auch Comeback-Meldung, jetzt kommen wir zum erfreulichen Teil, Comeback-Meldung im Skisport von Marcel Hirscher. Du als begeisterter, ja, ehemaliger Skirennfahrer, als absoluter Ski-Experte, was ist deine Meinung? Ist das gut, dass er zurückkommt? Ist das eine Belebung vom Skizirkus? Ist er vielleicht sogar gefährlich für den Marcel Odermatt? Wie schätzt du das Comeback vom fast schon Jahrhundert-Skifahrer Marcel Hirscher ein? Ja, ich finde es gut, dass er zurückkommt, obwohl ich weiß, was er jetzt wieder machen kann. Aber ich muss doch sagen, ich habe gestimmt. Das ist so, was ist er, 27. oder 23. geworden, im ersten Rennen nach 5 Jahren. Das zeigt, dass er wahrscheinlich nicht daheim nur Däumchen nicht trat, sondern in den letzten Jahren ziemlich trainiert hat und sich in Form geholt hat. Das ist das Erste. Aber gefährlich dem Odermatt. Es kann schon sein. Vielleicht nach 10, 15 Rennen kann es schon gefährlich sein. Aber der Odermatt, der fährt auf einem ganz anderen Level. Die sind zwar leider Gottes ausgeschieden da. Aber sag mal, nach der Hälfte des Rennens hat er 7 Zehntel Vorsprung gehabt, schon auf den anderen. Da. Das heisst, also, ich weiß nicht, ob der Hirscher das nochmal so anbringt, die Linie zu fahren, die Frechlinie, die Direktlinie wie der Odermatt. Aber Hirscher hat eine gute Größe und schon einen Schwerpunkt. Und von daher kommt er wahrscheinlich sehr schnell an den Odermatt dran. Ich bin gespannt, was er dann Levi im Slalom macht, weil er ja offenbar neu starten. Da ist die Wendigkeit schon eher so mit steigendem Alter, dass du weniger wendig bist. Aber da bin ich nicht gespannt, was er da macht. Aber ja, ich glaube nicht, dass die den jetzt alle den Teil relativieren. Aber ich glaube, der kommt schon noch stark. Das ist einfach ein unglaubliches Naturtalent. Und was prognostiziert das Orakel Hubi Moser für den Gesamtweltcup? Kann der Marco Odermatt sein Gau vom letzten Jahr wiederholen? Ich glaube, er wird es nochmal gewinnen dieses Jahr.
wenn er nicht wieder so ein Zeichen macht wie am letzten Sonntag oder das Sölden. Er wird ihn nochmal gewinnen, weil er einfach auf drei Disziplinen ist und der Hirscher ist nicht auf diesen drei Disziplinen. Der Hirscher will sich wahrscheinlich auf ein, zwei Disziplinen konzentrieren. Vielleicht im Super-G, vielleicht kommt er dann noch im Super-G. Ich denke, dass wenn der Meijer gut unterwegs ist, wenn der Ritter, der dort letztes Sonntag gefällt, weil er da so einen blöden Unfall gemacht hat, dann ist mir der Meijer ziemlich auf Fersen. Und nachher, also was ich da finde, ist, wenn die Norweger Armada, das ist ja unglaublich, die. Vor allem der Lukas Braten, der jetzt, wie heißt der, Pirenio? Für Brasilien startet. Für Brasilien startet. Der da wird wahrscheinlich ein ganz gefährlicher. Wobei der fährt kein Super-G, keine Abfahrt. Aber er wird um Odermatt im Riesenslalom ziemlich zusetzen, das kann man vorstellen. Drückt ihm trotzdem die Daumen, also an Marc Odermatt. Ihnen danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Hubi, danke dir für die Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Weltwoche Daily Spezial mit Hubis Bundeshaus. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag. Danke. Ciao zusammen.